Juhu an alle, willkommen zu einem kleinen Replay von Splinter Cell Convention. Und zwar ist das diese Mission, wo wir der Bug aufgetreten ist und wo dieser, wo wir sagen, unsterblich durch einmal durchgegangen ist. Den ersten Teil werde ich jetzt nochmal machen und dann hoffen wir mal, dass der Fehler nicht noch einmal auftritt. Schickt Leute zur Lobby, vielleicht kommt er dadurch. Wir wissen, dass er da drin ist. Keine Heldentaten. So, und wir werden jetzt wieder hier die ganzen Leute markieren. Und ja, da Vorsicht, ist er. Er ist gefährlich. Kommt Leute, Augen aufhalten! Und jetzt gehen wir hier raus. Da drüben! Ich glaube, ich sehe ihn! Los, auf einmal aus dem Lack. Und die lassen wir immer mal rumirren. Wenn es mal. So sehen sie ja trotzdem. Und es war eher Schuss das. Und jetzt gehen wir hier rein. Jetzt ist sie da drüben wieder, ein Typ. Interessant, das Verhalten der KI. Geht ihr da jetzt wieder? Kein Kontakt! Ich suche weiter! So, wenn er jetzt hier vorne stehen bleibt und sich umdreht, dann schnappe ich ihn hier. Oder ich gehe irgendwo da hinten lang. Noch kein Kontakt zum Ziel! Hat ihn jemand gesehen? Er hat es nicht gecheckt. Keine Spur von der Zielperson. Ziel hat den Abschnitt anscheinend verlassen. Wachsam bleiben. So, da sind zwei und da ist einer. Und perfekter Schuss, sag ich nur. Das probiere ich lieber nicht nochmal. Was? Das lief doch gut. So, ab hier kommt aber kein Gegner mehr. Und wir laufen wieder hier durch. Und perfekt. Ja, das ist natürlich ein bisschen langweilig, einfach nur durchlaufen. Ich könnte auch rennen, aber dazu habe ich gerade keine Lust, oder? Ich renne mal ein bisschen. Ich renne mal ein bisschen hier vor und jetzt glaube ich nicht mehr rennen. So, hier vorne kommen wir auf die Hauptstraße sozusagen mit den ganzen Passanten. Wir müssen die Nationalgarde mobilisieren. Sie müssen die Army rufen. Haben sie längst, Mann. Ich habe vorhin Humvees in die Stadt fahren sehen. Typen in schwarzen Klamotten haben überall Straßensperren. Und 15! Los! Das ist nicht die Garde. Das ist Black Arrow. Oder wir brauchen den Defi. Ja, ja. Black Arrow und Zit Eklund und so super Bösewicht. Rufen wir deine Eltern an und fragen. Was ist, wenn ihnen doch was zugestoßen ist? Wir wissen ja nicht mal, was passiert ist. Ja, hier ist schon ganz was los, muss man sagen, ne? Ist da drin? So, und jetzt müsste ich jetzt hier reingehen, hier mein Waffenmenü wieder aktiviert werden. Genau. Sie ist tot. Du wirst dich noch umbringen. Nein. So, während der ist mit dem abgelenkt. Und wir können an dem Ding einfach vorbeilaufen. Die werden sie sowieso nicht finden. Gehen wir hier hinten lang. Hier können wir nur nach unten. Oh, und dann hier wieder hoch. Und dann müssen die halt noch nicht mal ausschalten. Wir können einfach an denen vorbeilaufen. Hier vorne ist sowieso keiner mehr. So, und dann sind wir an denen auch schon wieder vorbei. Das finde ich ja das Lustige. An manchen Gegnern, die musste man nicht ausschalten. Wenn man weiß, wie und wo man lang gehen muss, natürlich. Das ist immer so die Frage. So, hier ist. Okay. Ein unsichtbares Auto. Es geht wohl um die nationale
dessen Licht aber natürlich trotzdem da ist. Und wir können da auch nicht durchgehen. Okay. Trotzdem nicht ganz bugfrei, sag ich nur. So, hier vorne ist die sogenannte Straßensperre, von denen hier auch zum Teil geredet wurde. Der Typ muss verschwinden. So. An der kommt man leider, wie man sieht, nicht unbedingt vorbei. Dazu habe ich mir halt dieses schöne E's ausschalten geholt. Und man muss hier am Band lang gehen, sich nicht von den Typen erwischen lassen. Gehen Sie nicht an der Absperrung vorbei. Und so, hier ist so ein scheiß Teil, wo man nicht lang gehen kann. Man kommt da dann nicht komplett an der Absperrung vorbei, jedenfalls habe ich das beim letzten Mal nicht geschafft. Springen. Genau, und jetzt kann man die aber von hinten hier ganz in Ruhe markieren. Leider sind das halt mehr als ich markieren kann, das ist halt ein bisschen doof. Aber man kann ja noch das Ganze mit einer feingezündeten Mine beschützen. Schauen, wenn ich jetzt hier. Okay, es geht nicht. Gehen Sie unverzüglich nach Hause. Haben wir halt hier noch eine Mine hin. Laden nach. Den Typen müssen wir jetzt gleich ausschalten. Hey, weg von der Absperrung. Scheiße, Mist! Oh, fuck, da ist jemand! Und wir haben sie alle ausgeschaltet. So, und dann kann man jetzt ganz in Ruhe, hier sind ja keine Gegner, an der Absperrung vorbeigehen. Wir haben auch keinen Zivilisten umgebracht, blöd. Weiße Haus erreichen. So macht man das. Sehr schön, das gefällt mir. Ich glaube, es kommt irgendwie so kein Gegner mehr. Ja, das war schon irgendwie ein seltsamer Bug, das muss man sagen. So, und jetzt rennt ihr los. Ja, jetzt kommen diese Cutscene, die kennen wir alle auch schon. Es war kein guter Tag fürs Weiße Haus. Ja, Black Arrow hat einen Sicherungsring errichtet. Nie ein gutes Haus. Guter Tag fürs Weiße Haus. So Leute, jetzt habt ihr diese Mission noch gesehen. Ja, ich hoffe, es hat euch dieser kleine Bonusteil gefallen. Ihr könnt mir sagen, wie ihr es fand, dass ich diese Mission nochmal gespielt habe. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Projekt. Bis dahin, ciao.